haben wir reserviert. Oh ja, wie schön. Das ist mein Platz. Einen fröhlichen 3. Oktober wünschen wir. Wir sind Leger, wir heißen auch so. Wir sind die Band, die ihresgleichen sucht, das ist die Iris, das ist der Olaf, ich bin die Dani. Wir sind die Band, die Akzente setzt. Wir sind die Band, die nichts auslässt. Wir sind die Band, die die ganze Welt bereist. Und wir sind die Band, die euch recht herzlich willkommen heißt zu Countdown, dem Lebenskonzert, Woche 15 am Tag der Deutschen Einheit. Sehr richtig. Noch? 5,5 Wochen. Ich habe es heute extra gezählt, weil ich immer irgendwas anderes behaupte. Heute, Tag der Deutschen Einheit, wollen wir über eine wichtige Sache reden zum Jubiläumskonzert. Und zwar, wir machen deutsche Platzreservierung. Das heißt, es gibt keine festen Sitzplätze, keine Platzkarten. Jeder von euch bringt ein kleines Handtuch mit. Oder ein großes. Und ihr kommt einfach früh an, reserviert euren Platz und dann könnt ihr noch schön ein Stückchen trinken gehen oder eine Brezel essen oder was man halt so tut auf einem Jubiläumskonzert. Dazu ein kleines Lied von einem der größten deutschen Entertainer, der allerdings aus Holland kam. Egal. Viel Spaß. Schwingt ein bisschen mit. Hakt euch ein, runter oder sonst was. Klaus Hinrich war Bauer, kam niemals zur Ruhe, versorgte die Schweine, den Stier und die Oma. Die sagte, du weißt doch genau, ein lediger Bauer, der braucht eine Fräse. Beim Dorfball sah er voller Lust ein Mädchen mit einer fantastischen Brille. Sie tanzte nicht eng aus dem Grund, er roch so nach Mist und sie roch aus dem Goethe-Wagon. Mann, der konnte reimen, wenn ich es versuch, schwitz ich Wasser und Blut. Und ich denk jedes Mal, Goethe war gut. Sie kam aus der Stadt und sie hatte Niveau. Besonders gefiel ihr kräftiger Hunger. Und was sie versprach, fand er nett. Sie war bestimmt einsame Spitze im Kochen. Er wusste zwar, was jeder weiß, die Ehe ist letztlich doch der größte Segen. Und sie litt an jenem Komplex, Männer wollen immer nur eins, und zwar Goethe war gut. Mann, der konnte reimen, wenn ich es versuch, schwitz ich Wasser und Blut. Und ich denk jedes Mal, Goethe war gut. Er sagte zu ihr, du, mein Name ist Sepp. Ich seh zwar so aus, doch ich bin gar kein Lehrer. Bin Bauer, der heiraten muss. Darauf gab sie ihm einen ganz heißen Kaffee. Der dünn war, doch Liebe macht blind. Er nahm sie ins Heu und sie kriegte ein Schnupfen. Deshalb bat er um ihre Hand. Bald kamen Babys am laufenden Goethe war gut. Mann, der konnte reimen, wenn ich es versuch, schwitz ich Wasser und Blut. Und ich denk jedes Mal, Junge, der war echt gut, der Goethe. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Genau, nächste Woche, wenn es heißt Countdown Jubiläumskonzert. Und wir sehen uns in 5,5 Wochen im Deputalstraße. 9.11. Wenn ihr euer Handtuch dabei habt. Bis dann. Tschüss. Thank you.
so ein bisschen vermisse ich ihn schon.